Herzlich willkommen zum Dela Kochstudio. Küchenkokolores mit Jonas und Dela. Heute aus der Außenstelle Balkonistan, Enklave Unterlagen. Hallo und herzlich willkommen im Dela Kochstudio. Heute habe ich nur eine kleine Assistentenrolle, denn der Hauptakteur wird heute Jonas sein. Jonas, was haben wir heute vor? Ja, hallo Dela. Heute haben wir vor, da wir uns in der Vorweihnachtszeit befinden, ein paar Marzipankartoffeln herzustellen. Das ist ziemlich simpel und geht schnell. Und was wir brauchen, ist Puderzucker. Wir brauchen Mandelmehl. Dabei habe ich gemerkt, es ist relativ egal, ob man das selbst herstellt oder das Gekaufte nimmt. Mhm. Und man braucht etwas Flüssigkeit. Ich nehme da gern Amaretto, weil das das Mandelaroma ein bisschen hervorhebt. Aber man kann auch Rum beispielsweise nehmen, würde passen. Ganz einfach geht's auch mit Wasser. Ja, gibt dann halt keinen weiteren Geschmack dazu. Ja. Stichwort Mandelmehl, wenn man das kauft. Welche Preisklasse bewegen wir uns da? Oh, ich glaube, so für 100 Gramm zahlt man 1,30 Euro, 1,40 Euro. Also ist ja human. Ja, also ich glaube, es ist doch noch teurer als Mandel an sich. Mhm. Aber ist vertretbar. Okay. Und ich nehme immer Mandeln und Zucker im Verhältnis 1 zu 1, weil das kann ich mir am einfachsten merken. Und ist es normaler Zucker, nicht brauner Zucker? Puderzucker. Ja. Den gibt es, glaube ich, glaub ich weiß. Ja, also ja. Möglicherweise wird brauner Puderzucker beim Mahlen nicht ganz so hell, aber das weiß ich nicht. Okay. So. Ich gebe jetzt den Puderzucker in eine Schüssel. Das war die komplette Packung? Das war jetzt die komplette Packung, das waren 250 Gramm. Mhm. Weil ich keine Lust habe, den vorher zu sieben, schmeiße ich den jetzt. Das ist die Rührschüssel meiner Küchenmaschine, da rein, dass es ein bisschen durchgerührt wird und fein wird. Die Mandeln gebe ich dann einfach dazu. Mhm. Wie vermeidet man beim Rühren mit der Rührschüssel-Sache eine Zuckerstaub-Explosion? Indem man langsam rührt. Okay. Oder alternativ mit einem Deckel, den ich auch besitze. Irgendwo. Gut. Ja, dann macht man die Mandeln dazu und dann halt so stückweise den Amaretto. Mhm. Es sind halt sehr wenige Schritte, deswegen erzähle ich das jetzt alles am Anfang und mache dann jetzt alles direkt so in der Maschine fertig. Okay. Ja, dann bis gleich. Wichtig, auch heute wieder Arbeitsschutzschuhe. Sehr wichtig. Ja, es ist wunderbar, warum die Maschine jetzt so fällt. Wir haben den Deckel gefunden. Es wird nun das Mandelmehl zugegeben. Es ist doch mehr Platz in dieser Schüssel, als ich dachte. Deswegen machen wir auch alles direkt. Mhm. Genau. Ah, und ich sehe gerade, es hat sich eine ganze Menge Zucker am Rand abgesetzt. Mhm. Das ist nicht der Plan, weil es soll sich ja alles schön vermischen. Deswegen klebe ich jetzt einfach alles direkt rein und lasse die Maschine gucken, was sie damit anfangen kann. Werden wir denn in dieser Folge gesponsert von einem Küchenmaschinenhersteller unserer Wahl?
Leider nicht, deswegen muss ich meine alte Bosch nehmen. Wenn ihr uns also Geld oder zumindest Nom in den Rachen werfen wollt, werft uns Nom in den Rachen. Nom ist uns lieber als Geld. Ich lasse mich gerne ein Gummibärchen bezahlen. Was möchtest du? Nimm du das Nom, du kannst es besser gebrauchen. So, normalerweise mache ich das auch nicht mit dem Rühraufsatz bzw. Knetaufsatz, sondern nehme dafür ja quasi eine Art Häcksler. Aber irgendwie dachte ich, das würde zu viel werden, wir müssten mehrere Chargen machen, dann war das mehrere. Dann habe ich jetzt das genommen und ich weiß noch nicht, ob sich das auszahlt. Okay. Sieht ganz gut vermengt aus. Ich lasse jetzt gerade noch ein bisschen den Besen drin. Vermute aber, wenn das jetzt gleich zu feucht wird, dass ich auf den Knethaken wechseln muss. Mhm. Es folgt nun die Zugabe des Alkohols. Genau. Man nehme zuerst 2 Zentiliter und fülle diese in den Koch. Und dann macht man nach Augenmaß in die Maschine. Ich fange mit 4 Klötzchen das an. Und wenn man mehr als 2 in den Koch tut, dann ist das mit dem Augenmaß auch ein wenig einfacher. Waren wir eigentlich so intelligent und haben bedacht, dass wir die auch irgendwo mit abfüllen müssen? Kartoffeln, dass wir die irgendwohin abfüllen müssen. Kleine Beutelchen oder sowas. Achso, nein, natürlich nicht. Die wollte ich noch so auf den Zellfahrenbeutel. Den Papierbeutel? Ja. Das also du bist doch der Weiße, ob das geht. Und den Kartoffeln ist es prinzipiell egal, zwecks Frischhaltezeug, ob die in Papier oder in Plastik sind. Ich denke, in Plastik würden sie weniger Feuchtigkeit verlieren, aber ich glaube, grundsätzlich ist denen das egal. Okay. Jetzt kommt noch Flüssigkeit dazu. Klümpchen sind gut. So, jetzt schauen wir mal, ob das schon reicht. Nein, da muss noch was ran. Sollte. So, schauen wir doch.
Ich mache jetzt hier einen Teig. Nehmen wir halt einfach so Fingerspitze voll oder zwei. Und eine Kartoffel. Kartoffel stehen. Das schmeckt ja marzipanisch. Ja, dann ist das gut. Ich habe aber tatsächlich immer noch nicht verstanden, was das Marzipanige darin ist. Ist der Geschmack? Mandel. Aber Mandel schmeckt doch von der. Naja, gut, ist Zucker drin. Aber angenehm wenig schnapsig, also man schmeckt schon, aber es ist nicht. Also, Die war jetzt so für dich gedacht, aber nein, du kannst auch ein Foto machen. YouTube-Beweis und so. So. Und jetzt holen wir lauter kleine Hügelchen. Und wälzen die in Kakao. Und werfen die einfach mal nur so in die Schüssel hier, in die ich ein bisschen Backkakao reingetan habe. So, weiß nicht, was werden das sein. Ich schätze mal so zwei Teelöffel, Esslöffel oder sowas. Größenmäßig genehm oder größer? Ist okay. Und dann schwenken wir die da drin, weil es soll ja eigentlich nur ganz, ganz wenig Backkakao rein. Heran. Also der Teig lässt sich haptisch recht schön verarbeiten. Nicht außergewöhnlich klebrig. Also, ich finde schon ziemlich. Naja, ich weiß ja nicht, was sein muss, aber. Ja, gut, hier finde ich aber allgemein. Ist halt zur Hälfte Zucker. Ja, klar, aber also. Du wirst nachher auch eine schöne Zuckerschicht an den Händen überbehalten, wenn wir fertig sind. Mhm. Ja, und wir machen hier übrigens gerade 1 Kilo Marzipankartoffeln. Nur falls du dich gefragt hast. Guck mal, ob du die fertige Kugel irgendwo findest, die reingefallen ist. Man könnte also relativ ohne großen Materialaufwand sich eine Dela aus Marzipankartoffeln bauen. Ja, das ist wahr. Also ich weiß jetzt nicht, wie die Dichte von Marzipan ist im Vergleich zu der Dela-Dichte. Und es sollte ganz gut funktionieren, wenn man das machen wollte. Ich finde hier die Originaldela ist viel besser, aber kann ja nicht jeder eine haben. Das ist richtig. Wir sollten über Merchandise nachdenken. Marzipan-Delas. Ja, in Originalgröße. Dann müssen wir aber auch noch eine Jonas-Erfindung basteln. Da brauchen wir irgendwas, was mehr Schokoladen-Jonas. Ja, eine Hohlform gießen und dann Schokoladen-Jonas. Genau, das sind genauso wohl wie ich. Ach, du bist so. Nein, aber ja, eben. Wieso? Sag ich doch. Aber wieso verlieren wir den Bart? Mit Haaren? Eine Schokolade. Ja, oder. Spaghetti ist gut. Frittierte Spaghetti. Ja, wir machen hier übrigens einfach frei nach Schnauze mal die Größe, deswegen ist das alles ein bisschen unterschiedlich. Aber das sind ja echte Kartoffeln auch. Ja, deswegen. Echte Marzipankartoffeln halt nicht, aber. Ach so, ich dachte, das ist nicht so. Nee, die werden ja industriell, da ist ja nichts dazu hinterlassen. Industriell. Ja, aber die Frage ist dann, sind die industriellen Marzipankartoffeln wirklich die richtigen? Eben. Also die Originalen. Oder ist das eine Erfindung der vorindustriellen Zeit? All das und viel mehr hören Sie nicht in den weiteren Folgen. Genau. Ihr habt übrigens jederzeit die Möglichkeit, Wünsche und Ideen zu äußern. Unser Wahnsinn ist zwar recht ausgeprägt, aber mehr Wahnsinn, mehr gut. Das ist korrekt. Ob wir dann natürlich auf eure Ideen eingehen, ist eine andere Frage und ob uns das technisch und allergologisch möglich ist, ist eine andere Frage. Aber oder auch einfach oder technisch. Aber wir sind für Ideen offen.
Ach ja, ich möchte, weil das, ich glaube, vor etwa einem Jahr bereits schon mal gemacht wurde, zumindest Marzipan, ich weiß gar nicht, ob da Kartoffeln draus gemacht wurden, den Desperate House Hackers Podcast grüßen. Hallo. Weil der ist ein guter Podcast. Und wir wollen nicht einfach Ideen wiederverwerten, die da schon gemacht wurden. Oder genau. Wenigstens zu erwähnen. Genau. Was ich mich gerade frage, wir haben ja jetzt hier Amaretto reingetan. Ja. Ich sehe hier gerade eine Flasche Ahornsirup. Als Null-Alkoholiker-Variante. Ja, das ginge bestimmt. Weiß noch nicht, ob der Fettgehalt einen Unterschied macht. Von Sirupsen. Ich weiß nicht, ob Sirup ein... Also, auch nicht. Ich glaube, weder in Sirup noch in Amaretto ist sonderlich viel Fett. Ja, eben. Also, naja, eher so... Sirup ist kein Fett, nein? Nein, das ist Zucker. Nur Wasser und Zucker. Du könntest mit dem Sirup quasi den Zucker und den Amaretto ersetzen. Hm. Was ich überlege, vielleicht ginge sowas wie Mandelmilch. Mhm. Aber dann ginge wahrscheinlich auch Wasser, weil Mandeln sind ja schon drin. Und ja. Ich glaube, Mandelmilch ist halt auch nicht mehr als Wasser mit Mandeln. Genau. Aber wie gesagt, es geht auch mit ganz normalem Leitungswasser. Schwenkt dann auch sehr gut. Mhm. Vielleicht ging es auch den Amaretto einfach ein bisschen länger zu kochen, um den Alkohol rauszubekommen. Ja. Geschmacklich könnte der vielleicht gehen, aber das habe ich noch nicht ausprobiert. Nein, aber ich denke, mir ist das wichtig, in dieser Serie auch solche Möglichkeiten anzubieten. Ja. Ich bin jetzt persönlich überhaupt kein Gegner davon, ab und zu mal was zu trinken. Vollkommen okay. Aber meiner Meinung nach wird dieser ganze Konsumkrempel zu gefeiert in der allgemeinen Wahrnehmung. Und ich bin da gar nicht dagegen, wenn wir da Alternativen anbieten. Da hast du vollkommen recht. Das schadet nicht. Es gibt so viel schönere Süchte. Apropos Zigarette? Nein. Lass das sein, weil ihr braucht beide Hände zum Rollen und am Ende landet dann doch wieder Asche in den Kartoffeln und dann kann man das ja niemandem mehr schenken. Das, nee. Dann lieber die Zigarette danach. Genau. Dann auch okay. Oder halt gar keine. Empfiehlt sich die vorhergehende Schüttelung, bevor die Schüssel noch voller wird, oder ja, machen wir das dann komplett? Nee, das mache ich jetzt. Warte. So. Worin genau besteht der Unterschied zwischen Backkakao und Kakao? Also, Backkakao ist Kakao, quasi. Der wird aber hauptsächlich zum Backen verwendet, daher der Name. Das, was im allgemeinen Wortgebrauch Kakao genannt wird, hier so Nesquik, Kaba und so weiter, das ist eine Mischung aus Kakao, Zucker, da sind ja teilweise Vitaminzusätze drin und Gedöns. Das ist halt ein weiterverarbeitetes Produkt. Ja. Wenn man von Backkakao redet, weiß halt jeder direkt, was gemeint ist. Jetzt frage ich mich, ob man gemein sein könnte, wenn man Familienmitglieder hat, die man nicht so mag, ob man in diese Mischung aus Backkakao eine Spur Chili mit reinrollen könnte. Du könntest auch eine Kartoffel mit einer Chili füllen. Zum Beispiel. Wenn du gemein sein willst, kannst du das tun. Es kommt ja drauf an, welche Familienmitglieder das sind. Ich meine, wir fallen jetzt auf Anhieb zu Rudelmitglieder wie Hendrianser ein.
denen man, glaube ich, mit Chili gefüllten Marzipankartoffeln eher eine Freude als eine Betreuung machen würde. Ja, das stimmt. Vermutlich, wenn man ihn vorher darauf hinweist. Ich glaube, wenn die Erwartungshaltung eine andere ist, dann ist okay. Das auch nochmal was anderes. Ja, auch ein klarer Punkt, ja. Nach der ersten weiß er ja, worauf er sich einlässt, dann ist die Torterei ja auch. Andererseits, seit wie vielen Jahren kennt uns Hendrik? Ich glaube, er weiß auch so, worauf er sich einlässt. Ja, es sind viele Jahre. Bei mir sind es nicht ganz so viele Jahre, aber immer noch genug. Ja, also, kennen ziemlich lang. Befreundet sein sind aktuell, glaube ich, ungefähr 17. Oh, Entschuldigung. Hallo, Hendrian. Juhu. Ganz toll, dass wir das langweilig sein lassen. Gedönse? Haben wir eigentlich schon... Ja doch, ich habe gesagt, dass ich da schon Backkakao in der Schüssel habe und die halt immer mal genau. Zwischendurch... Damit es eben nicht ganz so dick. Genau, die halt nicht ganz so sehr aneinander pappen. Warum macht man das nicht einfach aus rohem Keksteig und lässt es dabei? Weil ich nicht weiß, ob es damals rohen Keksteig zu kaufen... Nein, der... Weil man hier das nicht backen muss, was sich bei rohem Keksteig ja durchaus anbietet. Und weil es halt was vollkommen anderes ist. Man kann ja durchaus beides machen. Ich möchte an dieser Stelle übrigens die Frau Nebelgräfin grüßen, die an dieser Stelle heute irgendwas getwittert hat von Marmeladenkeksen für eine gewisse kleine Person. Ich gehe straff davon aus, mit der kleinen Person war ausnahmsweise mal nicht ich gemeint und ich prangere das an. Jeder sollte Marmeladenkekse kriegen. Ja. Vor allem alle kleinen Personen. So, damit wären wir, glaube ich, fertig mit den Marzipankartoffeln. Genau, muss man das irgendwie noch zum Trocknen oder so? Nein, man kann das direkt einfüllen. So direkt einfüllen oder essen. Wegfüttern. Hervorragend. Liebe Freunde, es war mir wie immer eine Ehre. Lieber Jonas. Mir auch. Passt auf euch auf, lasst euch gut gehen. Wir hören uns. Tschüss. Tschüss.